3.0 oder Horde 3.0 heißt der neue Koop-Modus in Gears of War 4. Das klingt vielleicht etwas hochtrabender, als es tatsächlich ist, denn im Großen und Ganzen bleibt Horde natürlich Horde. Trotzdem gibt's einige Neuerungen, die etwas mehr Erklärungsbedarf haben. Ich bin Michi, ich liebe Horde in Gears of War und was sich in Teil 4 dran geändert hat, zeige ich euch in diesem Video. In Horde geht's darum, gemeinsam mit seinen Mitspielern insgesamt 50 zunehmend schwerere Wellen von KI-Gegnern zu zerlegen. Mit der von erledigten Feinden fallen gelassenen Energie kann man, um sich das Leben leichter zu machen, diverse Verteidigungsanlagen wie Stacheldraht, Geschütztürme und Ablenkungsköder bauen. Horde kann man mit bis zu 4 Mitspielern spielen. Entweder in der eigenen Gruppe, in einem privaten Spiel oder über das Matchmaking. Bevor es losgeht, sucht sich jeder Spieler eine Klasse aus. Die spielen sich nicht so extrem unterschiedlich, wie das etwa noch in Overrun aus Gears of War Judgment war, haben aber unterschiedliche Loadouts und Skill-Boni für ihre Spezialgebiete. Der Soldat ist der Allrounder, also für Anfänger die richtige Wahl. Der Scharfschütze startet mit Marksa und Longshot und darf Boni auf Kopfschussschaden oder das Ausspähen von Gegnern legen. Der Späher sammelt doppelt so viel Energie wie die anderen Klassen ein, der Pionier hat Vorteile beim Bau von Verteidigungsanlagen und hat in der Startausrüstung ein Reparaturtool und der Waffenexperte teilt mit schweren Waffen und Geschütztürmen aus und startet gleich mit Boomshot. Neben den Klassen gibt's noch 2 weitere Auswahlfelder. Bei Fähigkeiten dürfen wir verschiedene klassenspezifische und allgemeine Boni verteilen. Je höher wir im Klassenlevel aufsteigen, umso mehr Bonifelder stehen zur Verfügung. Und ja, man muss jede Klasse separat leveln. Es empfiehlt sich also, sich auf eine Rolle zu spezialisieren. Außerdem gibt's noch das Kopfgeldfeld. Das sind kleine Herausforderungen wie etwa das Töten einer bestimmten Anzahl von Gegnern, für die man Bonus-Erfahrungspunkte bekommt. Da sollte also tunlichst immer eine Herausforderung hinterlegt sein, denn selbst wenn wir sie nicht auf Anhieb schaffen sollten, dürfen wir es so oft probieren, bis es irgendwann klappt und dann die Kasse klingelt. Neue Fähigkeiten und Bounties bekommen wir über die Gears Packs, die wir wiederum mit der Credits-Währung kaufen, die man fürs Spielen von Horde und Versus bekommt. Man muss also kein echtes Geld ausgeben, kann das aber tun. So ausgerüstet geht's los. Zu Beginn jeder Runde müssen die Spieler den Fabrikator, eine Art Werkbank, an der man Verteidigungsanlagen und Waffen für Energie kaufen kann, platzieren. Schon die Platzierung der Kiste kann über Erfolg oder Niederlage entscheiden, da man in der Regel drumherum seine Verteidigung aufbaut. Wer den Kasten also zu exponiert hinstellt, wird schon bald in Schwierigkeiten kommen. Fabrikator aufgestellt! Am Ende jeder Welle müssen wir schnell die von erledigten Gegnern gefallene Energie einsammeln und am Konstruktor abgeben. Nur abgegebene Energie kann zum Bauen verwendet werden. Alle 10 Wellen kommt ein besonders fieser Bossgegner dazu. Knackt man auch den, geht eine neue Phase los, in der die Gegner für die nächsten 10 Wellen etwa doppelte Lebensenergie haben. Bis zur finalen 50. Welle wird's also immer schwerer. Wenn man aber vorher aufhört, bekommt man trotzdem die bis dahin erspielten Erfahrungspunkte und Credits. Soweit also die Theorie und jetzt zur Empfehlung, denn alle Freunde von unkompliziertem Action-Koop-Spaß müssen Horde 3.0 mal ausprobieren. Alles klar? Dann ran an die Kettensägenknarre und kümmert euch um die Viecher. Wir sehen uns dann in Horde 3.0.